So, jetzt will ich was Interessantes hören. Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn! Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes, we have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Da will wohl jemand nicht, dass wir da ein wenig nachbohren. Naja, so. Die Terroristen haben beide Codes. Beide Geiseln, die wir retten sollten, sterben vor unseren Augen weg. Läuft alles wie ein normaler Tag im Büro, würde ich sagen, ne? Naja, viel dagegen tun können wir nicht, außer weiterspielen, was wir jetzt auch tun. Und ja, wir haben eine neue Sicherheitskarte der Stufe 2, mit dem wir Stufe 2 Türen öffnen können. Und wir sollen Meryl anrufen, was wir auch gleich machen werden. Aber zuerst hole ich mir noch ein paar Items. Denn mit jedem Boss, den wir in diesem Spiel besiegen, vergrößert sich nicht nur unsere, wie ihr gerade gesehen habt in dieser kurzen Sequenz nach der Cutscene, vergrößert sich nicht nur unsere Lebensleiste, wenn wir jetzt die Farmers haben, unser einziges Sturmgewehr in diesem Spiel. Ja, also nicht nur die Lebensleiste vergrößert sich, sondern auch das, was wir an Items mitschleppen können. Also Munition und hin und wieder auch Rationen. Hier hatten wir, glaube ich, schon probiert. Egal. So, Nastasha können wir jetzt zum Beispiel fragen immer nach Ausrüstung und den Master immer so zu aktuellen Ereignissen. DARPA Chief, and then President Baker die of a heart attack? Yeah, smells pretty rotten to me. Master, do you know anything? No, but there's definitely something going on. Keep your eyes open out there. Ja. Guter Tipp. Snake, that room is set with infrared sensors. You should be able to see them if you had some smoke. Oh, cigarette smoke or something. Sorry, but these are smokeless cigarettes. You mean those cigarettes that are designed to cut down on secondhand smoke? Oh, well, don't worry. If you blow the smoke in the direction of the infrared sensors, you should be able to see them. That was a good idea, bringing the cigarettes, but don't smoke too much. Cigarettes make you weak in mind and body. They are bad for you. Sie müssen's ja wissen, Ma'am. Ja, aber finde ich doch gut, dass die gute Nastasha das einsieht. Ist ja auch wahr. Sage ich als passionierter Nichtraucher mein Leben lang. Nee, aber ja, muss man da noch irgendwelche Statistiken aufzählen oder herausbringen? Ich glaube nicht. Und müssen wir jetzt eigentlich auch nicht weiter darüber reden, während ich in die vollkommen falsche Etage gefahren bin. Das kommt davon, wenn man zu viel nebenher redet. So, hier wollte ich eigentlich hin, denn dafür, dank der Stufe 2 Karte, die wir jetzt haben, können wir hier oben uns noch ein wenig umsehen. Was jetzt aber auch ein bisschen gefährlicher geworden ist, denn eine der beiden Wachen, die vorher noch da unten ihr Unwesen getrieben hat, die läuft jetzt hier oben rum. Und da werden wir aber gleich nicht drum herum kommen, mal einer Wache das Licht auszuknipsen. Denn ich will da hinten noch ein Item mehr haben, genauso wie hier vorne. Cardboard Box A.
Ein natürlich unverzichtbares Tool. So, wir haben jetzt hier natürlich keine First-Person-Perspektive, das heißt, wir müssen hier so ein bisschen im Dunkeln zielen. Was sich immer mal gerne als schwierig gestaltet. So, den Minendetektor, den wollte ich haben. So, und jetzt können wir eigentlich ja mal Meryl anfunken. 140 15 war's. Ne, 141 15, oder? Ne, 140 15, was mache ich für eine Scheiße hier? Kinder, nee, das kann doch nicht wahr sein. So. Who are you? Bitte. I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece. Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha! Hi, not important. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No. They're beautiful, compassionate eyes. Oh, just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry. You'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay. Natürlich. This place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right, for the development of metal gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry. I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you must be ekelhaft. How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You
plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training, but when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action. And now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl. Everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh. I told you. The real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Ja, so lange müssen wir jetzt warten, bis die grüne Meryl uns da durchgeschleust hat. Naja, ich kann, weiß nie genau, was das bezwecken soll, diese Aussage, dass man... Ich meine, klar, sie ist unerfahren, aber ich meine, selbst ich, der noch nie eine Waffe in der Hand gehabt hat, weiß doch, dass es ein vollkommener Unterschied ist, als ob ich auf eine Zielscheibe schieße oder auf einen echten Menschen. Ja. Also ich weiß irgendwie nicht, dieser Dialog, was der da genau zu suchen hat. Also das... Nee. Wollen die damit sagen, der Charakter ist so von Soldatensein geblendet, dass er sowas nicht erkannt? Ich meine, klar, zum Soldatsein gehört er nicht nur, jemanden zu erschießen. Und wir nerven sie jetzt einfach nochmal. Snake, don't be so impatient. Settle down. I need a little more time to get the cargo door open. I'll call you when I get the door open. Just wait a little, okay? Was sagt der Master denn zu Meryl? Oder sagt er überhaupt People was dazu? People who have been through war and survived develop a kind of sixth sense to warn them of danger. Trust your instincts as a soldier, as a gamer. Das ist auch ein sehr guter Spruch. Don't worry, Colonel. Meryl is fine. Thank God. Meryl is a very strong woman. I really respect her. She's got plenty of heart. Thanks, Snake. Not so fast. The real mission is still ahead. Hat sie auch noch was dazu? It is just like Baker said. Ah, okay. We are facing increasing danger from stored nuclear materials. You see, there are 3 elements necessary in the manufacture of nuclear weapons. Nuclear materials, nuclear engineers, and manufacturing technology. All 3 of them can easily be acquired by either legal or illegal means. If you have enough money, that is. Geld kann man auch auf legale oder illegale Weise zu Genüge bekommen.
nicht wahr? Ah, okay. Da ist ja unser Anruf. Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? nothing. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Oh, be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait, you said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Na toll. Dürfen wir doch noch wieder Babysitter spielen, ne? Ganz großes Kino. Naja, müssen wir aber jetzt durch. Genauso wie durch diese Luftschleuse hier. Würde mich nicht wundern, wenn da jetzt irgendwie was schief geht oder so, weil ich gerade irgendwie so im Halbschlafmodus spiele. You can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them, and the doors will seal off, and the place will be flooded with poison gas. Noch für diese Session was vorgenommen. Without setting off those sensors. Ich habe aber irgendwie noch Bock weiterzuspielen. Also ich will jetzt eigentlich nicht einen Break einlegen. Ja, es ist ja auch nicht so schwer. Ich meine, manchmal spielt einem da die visuelle Wahrnehmung so ein bisschen so ein Streich. Da vertauscht man mal die eine Schranke mit der anderen, aber es ist im Großen und Ganzen so schwer eigentlich nicht. So, da haben wir es auch schon. Und für den Rest des Spiels brauchen wir ja eigentlich auch nicht mehr durchgehen, solange die Infrarotsensoren noch aktiviert sind. So, können wir hier Musik hören? Wäre doch mal Zeit, oder? Oh, Tatsache. Ja, und wir hören das Theme of Solid Snake von Metal Gear 2 Solid Snake. Das kann man sich doch gerne mal anhören in der Metal Gear Solid Variante. Das lassen wir doch gerne mal laufen. Kann ich auch mal einen kleinen Schluck noch zu mir nehmen. Ich meine, das kann man eigentlich die ganze Zeit, weil wir so viele Cutscenes haben. Ist auf jeden Fall auch die klasse, dass diese Musik mit dabei ist. Es ist ja, ist auch ein sehr, sehr langer Track, vor allen Dingen so für ein Spiel, was 1990 rauskam. So die meisten Musiktracks, sage ich mal, im Schnitt, die haben so eine Länge, sage ich mal, von 40, 50 Sekunden bis knapp unter eine Minute, so im Dreh, sage ich jetzt mal. Dann wiederholen die sich immer wieder. Ja, also weiß nicht, ob MSX die sind auf Cartridges sind die rausgekommen, auf die Spiele viel mehr Speicherkapazität haben als eine NES-Cartridge zum Beispiel. Weiß ich jetzt so genau gar nicht. Ich weiß, dass der MSX2-Computer, der hatte diese Technologie, die wurde auch sehr häufig von Konami-Spielen ausgenutzt, dass man zwei Cartridges in den reinstecken konnte, um das Spielerlebnis von einem Spiel noch ein bisschen zu verbessern. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Metal Gear 2 Solid Snake da auch, ob das da auch funktioniert hat. Bin ich mir jetzt so nicht sicher, müsste ich nochmal nachschauen. Naja.
ich denke, das reicht dann auch mal. Jetzt haben wir es einmal durchgehört. So. Ja, haben wir zumindest mal einen Abschnitt gefunden und ich habe nicht dauernd Scheiße erzählt, dass wir hier uns Musik anhören können auf der Frequenz. Und wir kriegen noch einen Anruf von irgendeinem Unbekannten. Snake, be careful. There are Claymore mines around there. Use a mind detector. Who are you? Just call me Deep Throat.